Hallo, es ist Zufall, dass ich gerade in Berlin bin. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass wir aufstehen und Nein sagen gegen die Gewalt. Ich spreche hier im Namen einer globalen Allianz und ich habe die Nachricht, dass es uns gelungen ist, ein Manifest zu veröffentlichen im Guardian. Das war ist ein Statement von 15 verschiedenen Staaten, von Kolumbien über Kamerun, über Standing Rock, dass wir alle gemeinsam aufstehen müssen. Und ich möchte euch ein paar Sachen vorlesen aus diesem Manifest. Ein revolutionäres Experiment im Nahen Osten zeigt einen möglichen Weg für die Zukunft der Menschheit. In Nordostsyrien geht es um mehr als um das Schicksal des kurdischen Volkes oder das Autonomiegebiet von Rojava. Es geht um mehr als den Kampf gegen den Islamischen Staat. Es geht in Wahrheit darum, ob wir als Menschheit in der Lage sind, die Krisen der gegenwärtigen Zivilisation zu überleben und Alternativen zu finden, bevor es zu spät ist. Es wurden hier viele politische Statements gegeben. Und es ist klar, dass wir austreten müssen aus den Machtimperien, die Menschen benutzen. Und genau dort, wo Menschen dabei sind, ganz neue futurologische Gesellschaftsmodelle zu entwickeln. Wie der inhaftierte Kurdenführer Abul Öcalan schreibt, die wahre Macht der kapitalistischen Moderne besteht nicht in Geld oder Waffen, sondern in der Fähigkeit, alle Utopien mit seinem Liberalismus zu ersticken. Und dennoch, es erhebt sich eine wachsende weltweite Allianz gegen dieses alte System. Von Haiti bis Libanon, von Chile bis Irak, von Kamerun bis USA, von Großbritannien bis Hongkong widersetzen sich soziale Revolutionen dem erstarkenden Faschismus kurzfristiger politischer Machtimperien. Damit Rojava überlebt und damit Gerechtigkeit erhalten bleibt, müssen all diejenigen, die heute in ihren Ländern gegen das Unrecht aufstehen, zusammenkommen und kreativ eine gemeinsame Stimme, gemeinsame Werte und Visionen für einen globalen Systemwechsel entwickeln. Rojava kämpft aus denselben Gründen wie die erwachende Mehrheit überall auf der Welt. Es hat gezeigt, dass der Ausweg aus den sozialen und ökologischen Krisen nicht mehr in einer sogenannten vom Bruttosozialprodukt abhängigen Entwicklung besteht, sondern in dezentralisierten, autonomen Gemeinschaftsformen. Funktionierende Gesellschaften an immer mehr Orten aufzubauen, durch ökologische Restaurierung, Heilung des kollektiven Traumas und die Entwicklung sozialer Strukturen von Solidarität und Vertrauen, ist heute die entscheidende Arbeit an der Transformation. Wenn wir erkennen, wie tief alle unsere Bewegungen und Kämpfe voneinander abhängen und von unserer Verbindung mit dem Netz des Lebens, dann kann keine Armee in der Welt den unvermeidlichen Wandel mehr aufhalten. Und ich möchte euch mitteilen, dass wir jeden Tag um 17 Uhr an vielen Orten dieser Erde 3 Minuten Stille einlegen, um unsere Stimme auch von dieser Quelle her zu stärken. Als Leiter vieler sozialer Bewegungen, Gemeinschaften und indigener Völker weltweit stehen wir in Solidarität mit der Vision und Arbeit in Rojava. Wir setzen uns ein für ihre Standhaftigkeit, ihren Schutz in der Bedrohung und wir danken für ihre Ausdauer. Wir beten, dass wir alle immer mehr auf die lebendige Erde hören und von ihr lernen. Denn sie zeigt uns, wie wir Gesellschaften aufbauen können, die in Kooperation mit allen Wesen stehen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in Machtpositionen sich an ihre Menschlichkeit erinnern und diese Invasion sofort beenden. Und dieses Manifest wurde unterschrieben von Menschen aus Standing Rock, zum Beispiel LaDonna Brave Bull von Standing Rock, Salim Dara aus Benin, Yves Ensler von One Billion Rising, Sabine Lichtenfels aus dem Forschungsprojekt Tamera, Chukasin Ghost Horse, First Voices Indigenous Radio, Al-Nur Lada aus Kanada, Gildardo Tobacco in der Friedensgemeinschaft in Kolumbien und viele mehr. Ich möchte euch sagen, dass überall auf der Erde dezentrale Modelle aufstehen, die alle bekämpft werden.
Lasst uns gemeinsam eine mächtige Solidaritätsbewegung erheben, wo wir austreten können aus der Machtstruktur, die aufbaut aus Waffenlieferungen, Krieg und faschistischen Strukturen imperialistischer Systeme, hin zu einer partnerschaftlichen Kultur, hin zur Bewegung freier Frauenbewegung, hin zur wirklichen Männlichkeit, die sich einsetzt für alle Wesen auf dieser Erde. Ich wünsche euch eine große, starke, mächtige, solidarische Stimme. Danke. Vielen, vielen Dank, Sosos Post. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind froh, dass wir heute hier deutlich auch eine antifaschistische Demonstration sind, eine internationalistische Demonstration sind.